die Nachtreise und der Aufstieg in die Himmelssphären. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah und Teilhaba gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Zweifelsohne hat die Nachtreise des Propheten Muhammad von Mekka nach Jerusalem und dessen Aufstieg von Jerusalem in die Himmelssphären großartige Geheimnisse, denn sie ist in der Menschengeschichte einzigartige Reise, die dem letzten Propheten bzw. Gesandten Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, auszeichnet und ihn nach mehreren Jahren von Unterdrückung und Lüge, Bezichtigung gegenüber ihm und seinen Gefährten tröstet, so wie nachdem sein Onkel Abu Talib, der sein Rückhalt war, und seine milde Ehefrau Khadija, möge Allah auf ihr Wohlgefallen finden, nur in einigen aufeinanderkommenden Tagen im zehnten Jahr seines Prophetentums starben. Unter all diesen Leiden kam die göttliche großartige Gabe, nämlich die Nachtreise des Propheten Mohammed von Mekka nach Jerusalem und dessen Aufstieg von Jerusalem in die Himmelssphären, in der Allah der Erhabene seinem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, über sinnliche Tatsachen und kosmische Geheimnisse zeigen ließ, die weder ein Allah nahegestellter Engel noch ein gesandter Prophet, außer dem Propheten Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, aus dem Grunde gezeigt wurde, ihn zu erwürdigen und sein Herz zu befestigen, sowie dass er davon sicher ist, dass Allah, der Erhabene, hinter ihm steht. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, die Belohnung eines Pflichtgebets in der Al-Haram-Moschee ist größer als die Belohnung von 100.000 Pflichtgebeten in allen anderen Moscheen. Und die Belohnung eines Pflichtgebets in meiner Moschee ist größer als die Belohnung von 1.000 Pflichtgebeten in allen anderen Moscheen. Und die Belohnung eines Pflichtgebets in der Al-Aqsa-Moschee ist größer als die Belohnung von 100 Pflichtgebeten in allen anderen Moscheen. Allah benutzt hier den Begriff, ihre Lage zu verbessern, um alle Formen der Betreuung und Fürsorge zu umfassen, da die Verbesserung der Lage der Weisen alles umfasst, was die Weisen brauchen könnte. Denn es kann sein, dass die Weise Geld braucht. In diesem Fall liegt Verbesserung ihrer Lage darin, ihr Geld bietetsvoll zu geben. Und es kann auch sein, dass die Weise reich ist. In diesem Fall braucht er die gute Erziehung und die gerade Richtung oder dass er jemanden braucht, der mit dessen Vermögen Handel treibt oder sich mit dessen Landwirtschaft bzw. Industrie beschäftigt. Es kann aber auch sein, dass er weder dies noch jenes braucht. Und alles, was er braucht, ist der Mitleid, Zärtlichkeit und Vaterliebe. In diesem Fall liegt Verbesserung ihrer Lage darin, ihm diese Gefühle zur Verfügung zu stellen. Es kann auch der Fall sein, dass die Verbesserung der Lage der Weisen darin liegt, ihn gerade zu richten und ihr Verhalten abzuschleifen. Die koranischen Versen und die prophetischen Hadithe umfassen diese umfassende Bedeutung der Betreuung und Fürsorge und spornen uns dazu an, die Lage der Weisen zu verbessern und sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer einer weiblichen oder männlichen Weise Gutes tut, so bin ich mit ihm im Paradies wie diese. Und er zeigte seinen Zeigefinger und Mittelfinger. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, das beste Haus der Muslime ist ein Haus, in dem sich eine Weise befindet, der man Gutes tut
Und das schlimmste Haus der Muslime ist das Haus, in dem sich ein Weise befindet, der man Böses tut. Der Prophet Allah, segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt auch, ich bin zusammen mit dem Ernäher der Weisen zusammen, wie diese im Paradies, während er mit seinem Zeigefinger und seinem Mittelfinger zeigte. O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Und Allah weiß es am besten.